Ja, ich kann ja mal ein bisschen zur Entstehungsgeschichte der Galerie erzählen, weil das vielleicht einige noch nicht kennen, die meisten, die wir kennen, das eventuell doch schon. Also vor einem Jahr genau, im März, hatten wir hier die Eröffnung und ich hatte da einen Künstler eingeladen, hauptsächlich so vom BWK Braunschweig, und habe die alle gefragt, ob sie Interesse hatten an einer Gemeinschaftsgalerie. Und da waren sie nicht alle gekommen. Wir wussten noch nicht, wie viele es werden und dann hatten wir auch noch gar keinen Namen. Und irgendwie habe ich dann gedacht, na, vielleicht kriegt ihr da 5 Quadratmeter. Und einer hat dann spontan gesagt, das nehmen wir mal als Namen. Und so hat sich diese Galerie 5 Quadratmeter dann als Namen etabliert. Mittlerweile haben die Künstler aber 10 Quadratmeter. Also zum Glück der Künstler, zum Glück des Galeristen vielleicht im selben Moment. Aber so sieht es eben am besten aus, weil die Wände sind eben von mal fest und das ist dann immer eine Einheit für jeden und so würde ich das gerne auch weiterführen. Allerdings ist es eben organisatorisch immer sehr schwierig, die Unkosten dann so zusammenzukriegen. Aber es ist eben, sagen wir mal, auch ästhetisch gesehen wichtig in einer Galerie, dass man so eine gewisse Harmonie hat und nicht da jetzt, weiß ich, 20 Künstler hat, die alle 2 Quadratmeter irgendwo haben oder 3 Quadratmeter, nur weil man dann irgendwo kostendeckend arbeitet, soll eben auch irgendwo schön sein, das ist auch so geworden. Und wir haben also jetzt das zweite Jahr vor uns und wir starten im Grunde jetzt mit dieser Vernissage in das neue Jahr für die Galerie und wir haben eine ganze Menge Erfahrung gesammelt in dem Jahr, im letzten Jahr. Und hoffen, dass Harzburg jetzt vielleicht dann die entsprechende Reaktion irgendwann auch mal zeigt. Irgendwie muss man uns lange genug mit der Nadel pieksen, bis dann irgendwann wirklich der Schmerz dann ankommt. Und in diesem Fall ist es ja ein positiver Schmerz. Wir wollen also wirklich Harzburg etwas bieten, was es nicht hat. Und es sind auch viele Leute schon gekommen, die gesagt haben, oh, das ist ja wunderbar, dass Harzburg jetzt auch eine Galerie hat. Also es scheint einen Ort aufzuwerten, wenn Kunst repräsentiert wird und wenn Kunst gehandelt wird und wenn man die Menschen damit konfrontiert. Das ist ja keine böse Absicht. Viele, die reingekommen sind, haben sich noch nicht entschlossen, da jetzt irgendwie zu Hause eine Wand frei zu machen. Es gibt auch Leute, die sagen, oh mein Gott, ich habe Eichenmöbel, gar nichts passt dazu. Ja, klar, wir sind halt in einem anderen Jahrhundert angekommen. Und Eichenmöbel ist natürlich schwierig. Ne? Wir haben natürlich auch für Eichenmöbel etwas, wenn der Wille da ist, dann wäre das auch möglich. Aber meistens ist das dann vielleicht doch so vorgeschoben, dass jemand sagt, ich habe Eichenmöbel, da passt nichts dazu. Das ist dann so, dass er sagt, naja, ich kaufe mir lieber nichts, ich kaufe mir lieber woanders irgendetwas. Aber wie gesagt, wir sind in der Lage, jede Möbelgarnitur sozusagen noch zu bereichern. Davon gehe ich mal aus. Das, was wir hier hingehängt haben, ist bei den meisten einfach die beste Auswahl, auch so das breiteste Publikum irgendwo anzusprechen, positiv anzusprechen. Und dann ja, der zweite große Kriterium ist natürlich der Preis. Ja, dann kommen viele rein und sagen, oh, 600 Euro, das ist aber teuer. Und ja, sage ich, hören Sie mal, nehmen wir mal an, das ist wirklich halb gemalt. Dann sitzt man da mindestens 10 Stunden dran. Und wenn wir jetzt nur eine Handwerkerstunde nehmen, sind wir schon bei 500. Und dann kommt noch das Material dazu und dann muss man auch seine Unkosten im Atelier decken. Und ja, irgendwo hat man ja auch so eine gewisse Lebenserwartung, die man dann nicht mehr hat, wenn man verschenkt. Als Künstler. Das ist halt so. Das ist der traurige Aspekt, dass die Leute wirklich bei 600 Euro noch bei einer angemalten Kunst noch handeln wollen. Da sind wir im Moment immun. Da sagen wir eigentlich nur noch nein. Da handeln wir nicht mehr. Das muss akzeptiert werden, dass Kunst einen Preis hat. Und wer sie möchte, der muss den Preis bezahlen. Das ist halt, sag mal, die Erfahrung, die wir jetzt im letzten Jahr gesammelt haben, dass viele wirklich noch handeln wollen, aber da machen wir nicht mehr mit. Jetzt dieses Jahr hoffe ich, dass wir dadurch, dass wir jetzt auch in den Medien sehr viele Kontakte hergestellt haben und auch auf uns aufmerksam gemacht haben, hoffe ich, dass wir
eine größere Bekanntheit bekommen, weil es liegt also tatsächlich immer noch ein Nebel über uns. Heute hat auch gerade wieder jemand gesagt, oh, ich habe es fast nicht gefunden. Ja, es ist nicht groß. Es ist nicht groß, aber wenn man weiß, es ist da und da, dann müsste man es finden. Dann kann man eigentlich nicht vorbeigehen. Und wir haben auch immer die Ständer draußen und wir machen auch ständig auf uns aufmerksam in verschiedener Art und Weise. Und wir hoffen also, dass dieses Jahr nochmal diese Anfangsschwierigkeiten, die man hat, bekannt zu werden, dass überhaupt Leute aus Harzburg schon mal sagen, oh, ich habe gar nicht gesehen, dass sie da sind. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Ne? Da müssen sie einfach mal die Straße hochgehen und ihre Augen wieder aufmachen und nicht denken, in der Harzburg verändert sich nichts. Das sind also selbst die Harzburger, die noch nicht das Update gefahren haben. Die wissen also immer noch nicht, dass wir hier sind, obwohl wir schon ein Jahr hier sind. Der Bürgermeister hat uns gut wahrgenommen, der war hier bei der Eröffnung, der war schon zweimal da, mit Repräsentanten aus anderen Ländern sogar. Der hat also, sagen wir mal, diese Galerie schon genutzt, um anderen Menschen aus anderen Ländern zu zeigen, was Deutschland für eine Kultur hat. Also das fand ich schon mal super. Und es geht also in dem Bereich der Bekanntheit, geht das bergauf. Die Qualität der Kunst, ich will jetzt nicht sagen, dass die Anfänger diese Qualität nicht hatten, aber es ist doch auch irgendwo in dieser Galerie in gewisser Weise natürlich auch so ein Selektionsprozess, der da stattfindet. Jemand, der Kunst produziert, die gefragt ist und die verkauft wird, bleibt natürlich länger. Da sind einige 6 Monate, einige 7 Monate. Und jemand, der halt wirklich, sag mal, der Kunst so viel Raum gibt, dass der Schock bei der Betrachtung größer ist als die Kauflust, die sind dann meistens nur 1 Monat da. Oder 2 Monate, manchmal auch 3, aber wie gesagt, das verkauft sich dann nicht so gut und dann wird es auch langweilig für den Künstler. Und hier im Moment sind wir eben so weit, dass wir sagen, wir haben wirklich gute Qualität, wir haben super gute Preise und es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht anzunehmen von außen. Es gibt eben nur das Problem, dass die meisten Leute, die hier hoch und runter gehen, wirklich überhaupt für Kunst gar kein Auge haben, auch gar keine Offenheit. Das ist natürlich ein Problem. Ja, aber es liegt viel tiefer. Wir unterhalten uns ja ständig darüber. Wir haben ja hier Hans Mahnhardt, der macht die Galerie im Rathaus. Der war Kunstlehrer am Gymnasium und der geht eben einfach davon aus, dass es grundlegend schon in der Erziehung, in der Schule schiefläuft, Menschen mit der Kunst positiv zu verbinden, weil die Kunststunden werden als erstes gekürzt. Die Kunst wird nicht ernst genommen von den Schülern als Fach. Und da ist eben halt eine Menge im Argen, kann man sagen, was eben hinterher nicht mehr aufgeholt wird. Oder von den meisten nicht mehr aufgeholt wird. Leider so. Die meisten stehen der Kunst wirklich skeptisch gegenüber. Viele kommen dann mal und sagen, sagen Sie mal, können Sie davon leben? Ja, also das ist dann immer so diese entscheidende Frage, können Sie davon leben? Also wenn ich nicht davon leben könnte, wäre ich nicht hier. Dass ich jetzt unbedingt eine Lebensphilosophie habe, wo ich jetzt durch die Kunst reich werden müsste oder wollte, die habe ich nicht. Wenn ich also in meinem Leben eine Philosophie hätte, reich werden zu wollen, dann wäre ich in die Bank gegangen und hätte eine Bankkarriere gemacht und keine Kunstkarriere. Also Kunst und Künstler sind eigentlich ja eine Kategorie Mensch, die noch im Bereich der Illusion und des Ideals ihre Lebensenergie verschwenden. Und das ist eigentlich ja auch das Interessante an der Sache, dass es Menschen gibt, die andere Sichtweisen haben, Menschen gibt, die anderen etwas zeigen wollen von ihren Visionen und also wie gesagt, das ist so eine Märchenwelt und eine schöne Lebensform eigentlich. Ich meine, ich bin als Bäcker geboren und ich wäre auch als Bäcker gestorben, wenn nicht etwas passiert wäre in meinem Leben, was mich davon abgebracht hätte, den Beruf meiner Vorväter zu ergreifen. Ich habe aber mein Atelier in der Backstube. Und darauf bin ich stolz. Also ich habe im Grunde diese Riesenkurve über London, Paris wieder nach Dresden gemacht, um da wieder weiterzuarbeiten, wo meine Vorväter auch schon gearbeitet haben. Und das ist eigentlich für mich so
diese Tradition. Ich muss also nicht in demselben Ort oder demselben Raum auch Brötchen backen. Ich kann da auch Bilder malen oder ich kann Musik komponieren. Und das finde ich eigentlich das, was mich in meinem Leben irgendwo zu der Überzeugung gebracht hat, dass es sinnvoll war, Kunst zu machen und nicht wie mein Kollege, mit dem ich aufgewachsen bin, ich sage jetzt nicht den Namen, der 14 Filialen gegründet hat und ein Backimperium sozusagen anstrebt. Das hätte ich, das war für mich auch vorgesehen, aber das habe ich dann nicht gemacht. Ja, und das, was ich gemacht habe, das kann ich euch jetzt eben hier präsentieren und ich hoffe, ihr werdet auch Freude daran haben, dass wir also jetzt so eine kleine Zelle in einer Gesellschaft sind, die nicht unbedingt mit Konkurrenz und mit Reichtum ihr Leben sagen wir mal, gestaltet, sondern mit Bildern, Visionen, mit Ideen von Gemeinschaft und vielleicht auch Zukunft. Wir wollen auch die Zukunft gestalten. Das ist für uns auch ein interessanter Aspekt. Wir haben hier drei Susanne in der Galerie zur selben Zeit, komischerweise, das hat sich so ergeben, und zwei davon sind aus Sachsen-Anhalt. Und wir haben also hier eine Gemeinschaftsgalerie, die sich darüber bewusst ist, dass wir die Zukunft auch Deutschlands gestalten wollen und auch die Zukunft Deutschlands sein werden. Und da lassen wir auch nicht locker. Sowas ist zum Beispiel nicht möglich, wenn man nur für sich selbst denkt und nur für sich selbst handelt und arbeitet. Das sind also diese Aspekte, die wir hier alle mit einbeziehen. Renate ist auch gerade gekommen. Renate hatte die Wahl vorher. Renate ist 82 Jahre. 83. Entschuldigung, ich bin jünger geworden. Und ich bin hier noch 2 Monate. Und das ist also die andere Stärke dieser Galerie, dass wir Menschen oder Künstler aussuchen, die einfach nur ihre Begabung haben und die müssen also nicht Kunst studiert haben oder die müssen jetzt nicht einen besonderen Lebensweg gegangen sein. Die kommen, die zeigen ihre Arbeiten, die wollen mitmachen und die haben das Potenzial mitzumachen und dann können sie das auch. Und das ist mit Jörg jetzt auch der Fall. Jörg hat sein Talent und er hat sein Talent hier angeboten und deshalb kann ich jetzt vielleicht ganz gut überleiten, dass du mal was von dir erzählst. Also die Wand gehört jetzt Jörg Hutmeck. Ja, in vielen 3000 Worten weiß man gar nicht, was man noch sagen soll. Ja, also ich bin Jörg Hutmeck, ich bin jetzt 57 Jahre alt und ja, ich bin richtig froh und glücklich, hier sein zu können und ich möchte auch jetzt nochmal einen Dank in Richtung Hans lenken. Hans habe ich kennengelernt vor 4 Jahren, da bin ich nach Seesen gekommen und hatte dort versucht, ein kleines Kulturzentrum aufzubauen mit Theater, Kleinkunst, Musik und so weiter, Bühne. Und er hat mich dann angeschrieben und hat gesagt, hallo, ich bin der Hans Mittendorf und ich habe hier irgendwie was vor, Kunst und Galerie in Seesen und vielleicht kann man sich mal treffen. Ich habe ihn dann kennengelernt auf einem der Konzerte, die dort bei mir in der Location gewesen sind. Ja, und irgendwann hat er dann halt in Seesen auch seine kleine Galerie aufgemacht. Aber Seesen ist nicht das Thema. Wir sind hier in Bad Harzburg und ich finde es total toll, oder ich fand es total toll, als er mir vor knapp 1,5 Jahren erzählt hat, was er hier vorhat. Und ich war sofort hellauf begeistert. Und dann hat er mir noch erzählt, dass er es auch wirklich dann durchzieht. Und dann sind wir bei der Vorstellung. Ich bin mit 15 Jahren zu Hause ausgezogen, weil meine Vorstellung im Kopf ist immer die gewesen, ich brauche eine Freiheit. Ich habe früher Bücher gelesen, Jules Verne verschlungen, Jack London verschlungen. Ich habe auch andere Sachen verschlungen, wollte einfach nur die Welt entdecken und einfach nach draußen. So habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie komme ich zu Hause raus. Mit dem Studium, wenn ich irgendwie mindestens noch 10 Jahre in der Warteschleife habe, Abitur brauche ich auch nicht. Also raus. Ich bin zur See gefahren. Ich habe angefangen, eine Ausbildung zum Matrosen und habe 3 Monate vor der Abschlussprüfung festgestellt, dass es nicht meine Welt ist. Aber ich habe die Welt gesehen. Ja, und so zieht sich das wie ein goldener Faden durch mein gesamtes Leben. Ich habe immer wieder irgendeine Vorstellung in meinem Kopf gehabt und gedacht, nee, ich muss jetzt was ändern, ich brauche was Neues, ich muss einen anderen Weg gehen und bin den Weg gegangen. Und habe daraus immer wieder meine Kraft gewonnen. Und kann eigentlich nur jedem Menschen empfehlen, auch so einen Weg zu gehen. Und ja, gelandet bin ich jetzt hier
Das ist auch die Kraft der Vorstellung. Und vielleicht erzähle ich mal was über die Bilder und zwar insbesondere über die Kupferbilder. Das sind Bilder, die sind nicht entstanden irgendwo in 2 Stunden oder 3 Monaten oder 3 Jahren, wobei ich auch ein Bild dabei habe, was in 3 Jahren entstanden ist. Aber das sind Bilder, die einfach immer wieder hervorgeholt werden, wo man mit Materialien was versucht auszuprobieren, indem man da Stoff drauflegt, Netze drauflegt, mal mit Salzwasser was versucht, auch mal mit Pipi oder nur mit Wasser was versucht, die wieder aufeinander legt, die Bilder, und guckt nach einigen Monaten, was ist daraus entstanden. Ne? So ein Prozess, wie dort unten, dass eben da so ein Grünspan angesetzt ist, das ist eine Sache, das dauert einige Jahre. Und dann muss man halt gucken, hat sich das so entwickelt, hat sich das nicht so entwickelt, ist die Richtung richtig oder ist die falsch, und man fängt wieder von vorne an mit gleichen Bildern. Hier oben bei diesem John Lennon-Bild, den Menschen, da habe ich wirklich die Vorstellung im Kopf, ich habe daneben ein kleines Foto gemacht, in der Art auch so ein Bild an die Wand zu bringen. Ich habe ungefähr 20 Kupferplatten wirklich erstmal verhunzt, 3 Monate lang gewartet, kommt da jetzt irgendwas, geht das in die Richtung, geht das nicht in die Richtung, und habe das dann produziert. Wenn es in die falsche Richtung ging, habe ich dann von vorne angefangen mit 2 ganz neuen Kupferplatten, wusste aber den Weg bis dahin und wusste auch, das dauert wieder 2 Jahre, bis ich irgendwo da angekommen bin. Und so hat dieses Bild in der gesamten Entstehung 15 Jahre gebraucht. Hat auch einige Umstände. Kann man davon leben? Ja, das ist heute auch schon gestellt worden. Also man kann definitiv nicht davon leben. Und was Hans auch vorhin gesagt hat, wenn man sich hier in der Galerie umschaut und die anderen Künstler betrachtet und dann die Preise dazu sieht und es kommt wirklich jemand rein und sagt, boah, 500 Euro, 700 Euro, 300 Euro ist das teuer. Also mancher Steuerberater, der nimmt 90 Euro die Stunde, der liegt also noch über dem Handwerkerpreis, und wenn man die Stunden berechnet, dann dürfte man eigentlich kein Business. So, also, und dann ist die Frage, die, was ist Kunst eigentlich wert? Genau. Ne? So, es gibt Künstler, die verkaufen Kunst für 100.000, und man kann von Kunst nicht leben, außer ein paar ganz wenige Ausnahmen. Und ich bin auch hier glücklich darüber, als eben Nicht-Studierter hier ausstellen zu dürfen. Für mich ist Kunst einfach Hobby und gehört zum Leben dazu. Ich habe auch alles Mögliche probiert, und jetzt nochmal wieder was hier zu dem Bild. Als 18-Jähriger war ich auf einer Ausstellung, da hat eine Dame Seidenmalerei präsentiert. Das ist jetzt 40 Jahre her. Und die hat dann das erzählt von Strohhalmtechnik und einen Vergleich gezogen mit Aquarellen, dass eben Licht in Aquarellen, man vorher wissen muss, wo Licht ist, weil anders als bei der Ölmalerei kann ich hinterher noch weiß draufkleckseln, wie ich will. Aber bei Aquarellen muss ich vorher wissen, wo es Licht ist, weil da darf keine Farbe hin. Oder eben die helle Farbe. Und ähnlich ist das bei der Seidenmalerei. Und wie gesagt, die hat dann diese Strohhalmtechnik erklärt, und ich habe dann auch überlegt, wie kann ich da noch so das eine oder andere einbringen. Man sieht da ja auch den Tod in dem Bild. Und das ist zum Beispiel mit einem Netz entstanden. Da können wir gleich davor stehen, dann sieht man das vielleicht näher. Das ist auch eine Vorstellung, die im Kopf gewesen ist, dass man dann ein Netz zuschneidet, auf verschiedene Ebenen und Schichten legt und dann einfach nur Wasser drauf guckt, um erstmal vorsichtig irgendwie sich an das Bild heranzutasten, und dann mit härteren, schärferen Mitteln, mit Salzwasser irgendwie reagiert, nach 3 bis 6 Monaten, wenn nichts passiert ist, und dann vielleicht auch mal ein Schnapsglas Pipi nimmt, ja. Ne? So, um das voranzutreiben. Ne? So, mir fiel nichts Besseres ein, ja, und dann ist das eben dann entstanden. Ja. Zu einem anderen Bild komme ich jetzt auch mal. Hinten in der Ecke sehen Sie ein Bild mit Schuhen. Und das ist Strandgut. Ich war im vergangenen Jahr in Vietnam, nicht das erste Mal, wiederholte Mal. Und wir haben dort halt gesehen den ganzen Müll und den ganzen Plastik, der dort wirklich an die Strände kommt. Das haben wir hier oben in Deutschland auch, nur hier werden die Strände 3-mal am Tag sauber gemacht. Deshalb fällt das nicht so auf, dort unten nicht. Und irgendwann ist mir bei diesen Strandläufen, wo ich immer wieder fotografiert habe, also Bilder gemacht habe, hochkant, wo ich einen Müllgegenstand hatte und im Hintergrund immer das Schöne gezeigt habe. Also entweder mal das Meer oder eben den Strand oder auch mal im Wald die Bäume gezeigt habe, die Landschaft gezeigt habe. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich alle Nase lang immer wieder Schuhe finde. Und ich habe hunderte von Schuhen fotografiert. Auf 50 Meter Strand findet man im Schnitt zwischen 10 und 20 Einzelschuhe. Da fragt man sich, wie kommen die alle an den Strand? Und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt davon, von den hunderten von Bildern. Wenn hier richtig Raum wäre, dann könnte ich hier so einmal die ganze Wand mit 40 Bildern übereinander und untereinander wahrscheinlich auch nochmal 10 reinfüllen.
Und damit kann man dann auch Kunst gestalten. Ne? Da sieht man halt, Müll kann auch schön sein, aber es ist wirklich nicht schön, in dieser Welt zu leben. Ja. Okay. Darunter ein Bild, wenn man gleich näher hingeht, da sieht man einige Ameisen um eine Coca-Cola-Dose, die aus Vietnam kommt. Und das war auch im vergangenen Jahr fotografiert. Die Coca-Cola-Dose ist ein exemplarisches Beispiel für den Kapitalismus, in dem wir leben, ne? Und diesen Neoliberalismus. Und dann habe ich dann gesehen, die Ameisen, die trinken auch Coca-Cola. Sind die Ameisen domestiziert wie wir? So. Und dann eben darunter die Cola-Flasche, so, das kam mir dann hinterher so in den Sinn, dass ich gesagt habe, Coca-Cola ist zwar jetzt braun, aber Coca-Cola könnte auch grün sein, die könnte auch rosa sein, das wäre völlig egal, einmal Marketing durchziehen und dann würde die genauso gekauft werden. Und deshalb habe ich diese Installation dann auch genannt, mehr Kapitalismus wagen. Jeder kann sich dann noch weiter Gedanken zu machen, ist eben auch die Kraft der Vorstellung. Dann haben wir hier noch ein Bild, da möchte ich ganz kurz noch was sagen. Wir waren in mehreren Höhlen in Vietnam, da muss man wissen, in Vietnam gibt es die größten Höhlen der Welt. Es gibt Höhlen, die sind mehrere hundert Kilometer lang. Oh. Also wir haben hier Höhlen, die sind ein paar Kilometer lang und da kann man auch rein. Und wir waren auch in einigen großen Höhlen und da ist halt viel mit Licht und mir ist irgendwann aufgefallen, oh, jetzt kann man mit Schatten richtig tolle Sachen machen. Und da hatte ich dann auch eine längere Serie oder in den Höhlen mehrere Serien gemacht und das ist auch mal ein Ausschnitt aus diesen Höhlen, wo man eben versucht, irgendwelche Schattenbilder mit dem eigenen Körper zu machen. Ja, und last but not least, hier entsteht gerade ein Bild, das werde ich heute im Laufe des Tages fertig machen, mit einer Polaroid. Polaroid bedeutet ja, man darf nur ein einziges Mal durchgucken, man kann ein einziges Mal klicken und dann hat man ein einziges Exemplar und es gibt kein zweites, drittes oder viertes, wie in der digitalen Welt. Und hier haben wir heute das einmalige Erlebnis, die werde ich da hinhängen, die werden auch während der gesamten Ausstellung hier bleiben, halten den heutigen Tag fest und sind eben nur heute da und in der Vorstellung der Leute kann jeder in die Vergangenheit schauen, ah, so ist es gewesen und sich vorstellen, wie es in der Zukunft ist. Ich bedanke mich. Und viel Spaß bei der Ausstellung. Wichtigste an der Ausstellung, danke. Ja, danke schön.